Ende Gelände Protestcamp und gerade sind 5000 Leute losgezogen, um mit ihren Körpern Kohleinfrastruktur zu blockieren, damit wir den Kohleausstieg jetzt endlich einleiten und die Klimakrise stoppen. Die alle einziehen. Da drüben, wenn wir nicht mal uns umdrehen, da sehen wir Wald. Ne? Das ist der Hambacher Wald, was noch davon übrig ist. Und der Hambacher Wald ist einfach unbestritten zu einem unglaublichen Symbol geworden, ne? In den letzten Jahren. Ne? In den letzten Monaten erst recht, aber in den letzten Jahren. Für eine völlig verfehlte Klimapolitik, für eine völlig verfehlte, veraltete Industrie. Ne? So, und wir versuchen mit ganz vielen Leuten, mit ganz vielen Mitteln, diese Industrie zu stoppen, diesen Wahnsinn zu stoppen, ne? Und den Klimawandel vielleicht dann auch irgendwie im Griff zu kriegen. Und dazu sind solche Aktionen einfach wichtig. Ich träume auch davon, mal wieder mit 20 Leuten durch den Hambacher Forst zu gehen und denen zu erklären, wie der Hallemarsch aussieht. Aber dafür braucht man erstmal diese Aktionen hier mit Tausenden von Leuten. Die können was bringen. Nenn uns seien keiner von gegen Saat und CO2. Intervenieren, weil es um Klima geht. Ende Gelände, voller Wald. Geschichten der Leute hier vor Ort zu erzählen, ist unglaublich wichtig, weil da gibt es eine berechtigte Angst, eine Angst, dass sie ihre Arbeitsplätze verlieren. Aber ich glaube, was wir mitdenken, ist die soziale Frage. Und ich glaube, die denkt er wie ihn nicht mit. Ich glaube, da könnten sich die Leute ein bisschen umorientieren und zusammen mit uns zusammenarbeiten. Wir haben mehrere Gesprächsangebote an die IGBCE schon gemacht, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Wir würden das gerne intensivieren und gemeinsam schauen, wie wir einen sozial gerechten Kohleausstieg möglichst schnell hinbekommen. Auf der anderen Seite liegt die Verantwortung da ganz klar bei RWE. RWE hat jahrzehntelang Milliardengewinne mit der Braunkohle erwirtschaftet und kümmert sich jetzt nicht um die Beschäftigten. Also, dass ein Braunkohleausstieg kommen wird, ist bundespolitisch schon total klar. Es ist absehbar, es gibt die Kohlekommission, es steht nur noch nicht das Datum fest. Also diesen Prozess um den Kohleausstieg muss sich RWE sowieso stellen. Und hier ist das Unternehmen in der Pflicht, für die Beschäftigten Sorge zu tragen. Das Problem ist, dass wir diese Regeln natürlich seit Jahrzehnten schon versuchen, auf dem normalen Wege zu ändern und sich nichts tut. Die Klimawissenschaft sagt uns schon seit 15, 20 Jahren, wir müssen aus den fossilen Brennstoffen aussteigen. Das ist eine sehr entschlossene Form des Protestes. Wir glauben, angesichts der Dringlichkeit des Klimawandels braucht es gerade sehr entschlossene Protestformen. Wir setzen hier ein Zeichen für Klimagerechtigkeit und ein Zeichen und sagen, so geht es nicht weiter. Wir brauchen eine Welt, in der ein gutes Leben für alle möglich ist und ein Leben auf Kosten anderer, wie wir es hier im globalen Norden führen, geht einfach nicht mehr. People in the global south, they are facing the consequences more than us. Like, there are huge consequences. People are starving. There is a threat of, you know, like weather disbalances all over the world. And that's why we think it's important and that's why we think it's a global issue. Wir laufen gerade an Wür vorbei. Wir sind aufgebrochen mit 1000 Klimaaktivistinnen vom Camp, vom Hambi-Camp in Mannheim. Und unser Ziel ist es heute, den Kohletagebau von Hambach stillzulegen. Denn dies ist der Ort, wo die Klimakrise gemacht wird. Und deswegen ist dies auch der Ort, wo wir uns der Zerstörung entgegenstellen. Halt immer wieder Situationen in der Geschichte der Menschheit, in denen wir halt die Grenze des Legalen überschreiten müssen, um für das Richtige einzustehen. Und dies ist heute und dies ist auch hier der Ort, denn hier ist die CO2-Quelle Europas. Und deswegen sind auch aus ganz Europa Klimaaktivistinnen angereist. Gemeinsam. Was für mich so ein prägendes Erlebnis war in den letzten Jahren, ich spreche mit vielen Politikern auch, und ich sage jetzt einfach mal keine Namen, aber da kam sehr oft so dieses Statement, ja, ja klar, Politik wartet nicht auf die Politik ist unheimlich langsam. Der Druck, der muss von außen kommen, der muss von der Straße kommen, muss aus dem Wald kommen, von den Bürgerinitiativen kommen und genau das passiert hier. Und da hoffe ich mir schon, dass das mehr wird auch und dann wirklich was bewirkt und viel schneller, als mancher Politiker sich das vorstellen kann.
jetzt haben wir hier an der Polizeisperrung ewig lang gewartet, weil wir auf unserer Route nicht weitergehen dürfen. Und sind dann hier quasi eine Alternativroute lang gegangen. Und Leute haben jetzt versucht, oder die Finger haben jetzt versucht, über diesen Wall, über die gesperrte Autobahn drüber zu kommen. Nazis dürfen in Dortmund marschieren, in Köln laufen hier fix auf der Straße rum und sagen, Nationalsozialismus, jetzt, jetzt, jetzt. Die dürfen laufen, die dürfen nicht laufen. Es wird keine Straße, es wird keine Autobahn dafür gesperrt, weil die Autoindustrie natürlich noch am mächtiger ist als die Kohleindustrie. Sag mal, was für ein Scheißland ist das denn hier? Hier relativ schnell dann eine Kette oben am Wall gebildet und Leute zurückgedrängt, auch mit Pfefferspray und so weiter. Und so weiter. Werden Sie daran hindern, die Autobahn zu erreichen? Der Wasserwerfer wird gegen Sie eingesetzt als Hilfsmittel der körperlichen Gewalt. Mit den Straftaten, Sie werden dabei videografiert. Ich glaube, gerade ist ein sehr empowernder Moment. Wir sind gerade mit 1000 Leuten auf der Schiene angekommen und blockieren die Hambachbahn, blockieren also den Punkt, wo aus dem Hambacher Kohletagebau Braunkohle in die Kraftwerke geliefert wird. Das ist eine sehr effektive Blockade. Die letzten Wochen extrem schwer in der Vorbereitung. Also die Polizei hat unser Camp nicht erlaubt. Wir sind heute Morgen mit der Demo mehrfach aufgehalten worden. Es war super kalt die ganze Nacht, also sind sehr widrige Bedingungen und es sind, glaube ich, unfassbar entschlossene Menschen, die hier mitgekommen sind. Und jetzt gerade ist auf jeden Fall ein Moment, den wir feiern. Wir haben viele schlechte Nachrichten auf dieser Welt gerade, aber hier zeigt sich eigentlich, und das ist für viele Leute ganz wichtig, so ein neues Erlebnis, hey, zusammen können wir doch ganz viel erreichen. Und wenn wir uns zusammen auf die Gleise setzen, dann fahren die keine Züge. Ne? Das ist ja schon mal so ein direktes Ergebnis. Ne? Oder wenn wir zusammen in den Wald gehen und versuchen, da was zu machen, dann gibt es auf einmal einen Rodungsstopp, ne? Nicht so plötzlich. Oder wenn Leute 6 Jahre lang Baumhäuser bauen, ne? Das bewirkt was. Ich glaube, es gibt 2 Ebenen, die Menschen motiviert, hier zu handeln. Ich glaube, das eine ist schon die Dringlichkeit, handeln zu müssen. Wir hatten einen Hitzesommer, der Klimawandel ist hier spürbar. Der Klimawandel wirkt sich global aus. Unser kapitalistisches System führt zu Ausbeutung und dazu, dass Menschen ihre Lebensgrundlagen in anderen Teilen der Welt verlieren. Das motiviert Menschen zum Handeln, diese Ungerechtigkeit nicht aushalten zu wollen. Gleichzeitig aber auch der Wunsch nach einer anderen Gesellschaft. Gleichzeitig der Wunsch, eine andere Gesellschaft aktiv aufzubauen und ein solidarisches Miteinander, das die ökologischen Grenzen dieses Planeten respektiert, miteinander aufzubauen und es selber zu machen und nicht fremdbestimmt zu sein. Ohne die aktiven Menschen, die jungen Menschen im Hambacher Wald, die seit über 6 Jahren da die den Wald beschützen, bewohnen, wäre das hier alles nicht entstanden. Ne? Also, da wäre das auch nie so ein großes Thema geworden. So funktioniert unsere Medienlandschaft auch, das kennt ihr genauso. Ne? Da muss immer erst irgendwas Spektakuläres kommen, damit man aufmerksam. Und was hier gerade passiert, das ist eben genau das. Ne? Da sind sie wieder alle da, alle Kameras, der Hubschrauber steht oben drüber, filmt wahrscheinlich auch von oben. Die Leute sind aufmerksam. Das Thema ist nicht mehr unter den Teppich zu kehren. Und das ist ein Erfolg von allen zusammen. Und das geht nur gemeinsam.